Hallo und herzlich willkommen zum Highback Talk. Ich bin euer Host Luca und neben mir sitzt heute Stefan, unser Experte für Rollentrainer, den ich heute dazugeholt habe. Denn wir wollen heute über die verschiedenen Arten von Rollentrainern und vor allem die große Frage sprechen, welche Rolle brauchst du? Schön, dass du da bist. Schön, dass ich sein darf. Genau, fangen wir an mit der schwierigen Frage. Die verschiedenen Rollentypen und wer fährt jetzt was? Da gibt es ja diverse Arten, sein Rad sozusagen einzuspannen oder zu verwenden. Fangen wir an mit der Rolle der Profis, nenne ich sie mal. Verlangt einiges an Koordination, die freie Rolle. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, die freie Rolle, ob es jetzt wirklich die von den Profis sind, aktuell weiß ich nicht mehr. Früher auf jeden Fall. Es ist so, es ist eine Anordnung von verschiedenen Rollen, wo dein Fahrrad komplett, ohne dass du irgendwas abbauen musst, kein Vorderrad, kein Hinterrad, draufstellst und wirklich nirgendwo befestigt bist und einfach fahren kannst. Ne? Also vielleicht blenden wir mal am besten eine freie Rolle ein. Genau, haben wir euch hier mal eingeblendet. Zu zeigen, was wir damit meinen. Das war früher gang und gäbe. Heute sieht man es ab und zu noch mal bei Bahnrennen, habe ich gesehen, dass die Profis drauf fahren. Aber im Normalgebrauch eher weniger aktuell genutzt. Nachteil ist, wie gesagt, man ist nirgendwo befestigt, es ist schwieriger drauf zu fahren, man braucht auf jeden Fall mehr Übung als auf einer klassischen Rolle, auf die wir ja gleich zu sprechen kommen. Genau, auf der anderen Seite ist es natürlich so, hast du schon erwähnt, dass es sehr realistisch ist, das Ganze zu fahren. Man muss selbst das Gleichgewicht halten, kein Ausbau der Laufräder, also sozusagen schnell umgebaut, ja. Rad draufgestellt und los. Genau, Stichwort klassischer Rollentrainer, kennt man vielleicht auch oder hat vielleicht der ein oder andere sogar noch im Keller. Erzähl mal, was kann man sich da vorstellen? Ja, klassische Rolle, Hinterrad wird eingespannt in die Rolle, ach, das können wir bestimmt gleich mal sehen, was wir damit meinen. Genau. Da muss nichts ausgebaut werden, sozusagen. Man ist aber im Gegensatz zur freien Rolle, wie es man schon sagt, einfach fest. Man fährt, man kann entspannter, sag ich mal, sein Trainingsprogramm abspulen, kann auch mal auf dem Fernseher gucken oder auf den Laptop, den man sich aufbaut. Die sind relativ laut, das ist ein Nachteil, aber die Anschaffungskosten sind auch deutlich geringer als zu den Direct Drives, die wir jetzt auch gleich kommen. Genau, Direct Drive. Das Stichwort, der aktuelle Stand der Technik sozusagen. Mhm. Bist du auch selbst drauf unterwegs, deswegen erzähl uns gerne mal, was ist für dich das Pro, was sind die Kontras an dem Ding, wie sind die Erfahrungen bis jetzt? Genau, das sind die modernen, die neuen Rollen, die smarten Rollen. Man baut dort sein Hinterrad aus und die Rolle hat eine Kassette, die schon vormontiert ist, und da spannt man sein Fahrrad ein. Das heißt, das Hinterrad muss raus und dadurch, man ist auch natürlich fest, nicht wie auf einer freien Rolle, sie ist einfach smart. Die Widerstände werden vom Trainingsprogramm, das man verknüpft hat, gesteuert und ein riesen Vorteil ist, sie sind sehr, sehr leise. Man kann auch mal, wenn man Nachbarn um sich hat, auch mal abends auf der Rolle fahren, ohne dass man die jetzt stören muss. Im Kontrast sind die Anschaffungskosten, die sind natürlich deutlich höher als die vorher gesprochenen Rollen. Ja, genau. Auch das gute Stück haben wir, wie ihr sicher gemerkt habt, euch hier nochmal eingeblendet. Genau. Damit haben wir den Überblick über die Rollentrainer. Du hast es gerade schon erwähnt zum Thema Smart Trainer Software und natürlich das große Stichwort Swift, was da natürlich auch fallen muss. Yes. Alle gerade genannten Trainermodelle gibt es ja inzwischen auch in einer Art und Weise, zum Teil dann eben mit Sensorunterstützung, genau. Als Smart Trainer dann. Software gibt es da von allen möglichen Herstellern, zum Beispiel Wahoo und Elite haben eben auch ihre eigenen Softwares jeweils zum Trainieren. Ja. Aber du bist jetzt zum Beispiel auf Swift unterwegs. Genau. Was kann man sich denn jetzt unter Swift so als Trainingssimulation vorstellen? Wie schaut das aus? Ja, Swift ist, ich würde auch sagen, die populärste Trainingssoftware aktuell auf dem Markt. Im Gegensatz zu denen, die vielleicht die Rollenhersteller direkt anbieten, das ist meistens so, dass dann irgendwie einer mit einer GoPro eine Strecke abgefahren ist und man kann sie dann nachfahren. Mhm. Es ist auch smart, das heißt, die Widerstände oder die Steigung werden dann auch in der Rolle simuliert, wenn man sagt, jetzt ADS oder so hochfährt. In Swift ist es halt so, da ist eine virtuelle Welt generiert worden. Es gibt verschiedene Welten in Swift. Es ist alles ein bisschen künstlicher gestaltet, ein bisschen ist ein Comic-Design sozusagen, jetzt ein bisschen unrealistischer. Aber ein Vorteil ist einfach, man ist einfach durch diese Welt abgelenkt. Ja? Also da passieren halt die skurrilsten Dinge, da laufen mal mit Dinos am Straßenrand, da springen Eichhörnchen von Bäumen, die Welt ist total bunt. Das heißt, das sollte dich natürlich auch ablenken, wenn du da jetzt mal ein paar Stunden länger vielleicht auf der Rolle bist. Und ein riesen Vorteil ist natürlich, du siehst jeden einzelnen Avatar, sage ich mal, sind auch wirklich echte Menschen, die auch gerade auf der Rolle fahren.
Und das macht es halt irgendwie auch ein bisschen realistischer halt. Genau, ja. Interaktiv vor allen Dingen. Genau. Da kommt natürlich dann auch direkt so das Thema Fahren mit Kumpels oder mit Freunden, genau. Bekannten irgendwie auf, was ja dann sozusagen digital auch möglich ist. Genau, richtig, ja. Genau, zum Thema digitales Training oder realistisches Training, das leitet uns ja quasi direkt schon zum nächsten großen Punkt über. Das wäre das Rollentrainer-Zubehör. Da gibt es ja inzwischen alle möglichen Sachen. Ja. Von Ventilatoren, wie zum Beispiel den Wahoo Kicker Headwind, bis hin zu Schweißfängern, die zwischen die Sattelstütze und den Lenker gespannt werden, Vibrationsdämmende, Matten, Laufradstützen und dann sozusagen die Weiterentwicklung der Laufradstütze, die Steigungssimulatoren, wie zum Beispiel den Wahoo Kicker Climb oder auch den Elite Riser, den, wie es der Zufall möchte, du getestet hast. Genau. Ja, wie kann man sich das denn vorstellen? Was kann denn jetzt der Elite Riser? Was ist denn so ein Steigungssimulator? Genau, das kann ich kurz erklären. Also, du hast schon angesprochen, es gibt ja den von Wahoo auch, den Kicker Climb. Im Prinzip ist das nochmal wirklich ein Zubehör, ein Zusatz zu deiner smarten Rolle. Nicht nur, dass die Rolle dann, wenn du fährst, die Steigung simuliert im Sinne von, dass der Widerstand halt höher oder geringer wird, sondern dein Vorderrad wird sogar angehoben, sodass du jetzt wirklich das Gefühl persönlich hast, dass du gerade einen Anstieg oder halt auch eine Abfahrt wirklich vornimmst. Und das macht natürlich alles nochmal so ein bisschen lebendiger, ein bisschen realitätsgetreuer und... Ja, sehr cool. Genau, der Riser, der hat nämlich Hebe- und Senkfunktion, plus 20, minus 10 Grad, also kann tatsächlich quasi auch Abfahrten simulieren. Genau. Und zudem hat er eine Steuerungsfunktion. Da fragt man sich ja jetzt erstmal, wenn ich jetzt irgendwie in Anführungszeichen in einer Computersimulation rumfahre, wozu muss ich denn da steuern können? Ja, genau, das ist auch ein... für mich persönlich eine ganz coole Funktion, die ich auch im Test dann rausgefunden habe. Das ist so, dass man jetzt zum Beispiel bei Swift, also ich muss auch sagen, ich habe immer jetzt alles nur in Swift getestet, da natürlich fährt dein virtueller Fahrer automatisch die Kurven. So, ja. Aber du kannst auch jetzt mit dem Riser zum Beispiel wirklich lenken. Das heißt, du kannst jetzt auch deine Figur, zum Beispiel bei Rennen, die es ja bei Swift auch gibt, hinter den Hintermann lenken, sodass du im Windschatten bist. Selbst in dieser virtuellen Welt bringt der Windschatten tatsächlich was, auch in diesem Spiel sozusagen, gerade bei Rennen. Also das ist ein riesen Vorteil, dass man jetzt lenken kann und auch an einer Gruppe vielleicht mal schneller vorbeifahren kann, fast so wie in echt. Und ein riesen Vorteil, den ich persönlich noch gefunden habe, ist, wenn du jetzt auf der Rolle bist und du hast den Lenker in der Hand und hast eine klassische Rolle, wo du jetzt auch, sag ich mal, das Vorderrad einfach starr eingespannt ist, hast du keine Bewegungsfreiheit. Und es geht irgendwann schon auf die Arme auch, ja. Und bei dem Elite Riser, da er halt lenken kann, ist er halt einfach locker aufgesetzt. Mhm. Und du hast immer so ein bisschen Spiel im Lenker, so wie auch in der Realität. Ja? Und das macht es einfach wirklich viel natürlicher, dieses Fahrgefühl. Und war für mich echt ein riesen Benefit zusätzlich zu der Steigerung. Ja, ja, fantastisch. Also würdest du im Großen und Ganzen sagen, Praxiserfahrung, Fazit, wie schaut's aus? Hat es dir gefallen? Würdest du empfehlen? Und vor allen Dingen, wem würdest du es empfehlen? Genau, also ich persönlich bin... einer, der sehr, sehr viel auf der Rolle fährt, jetzt gerade auch im Winter. Und ich kann es jetzt für jeden, der auf der Rolle viel fährt, wirklich empfehlen, weil es einfach nochmal eine ganz andere Dimension ist, das so zu erleben. Ja, wenn du in Swift zum Beispiel jetzt in Alpe du Swift hochfährst, ja, und wirklich dann eine Stunde lang in dieser Position verharrst, wie es halt auch in echt so wäre. Von daher ist es ein super Feeling, vor allem die Abfahrten machen auch Spaß, man bleibt sich irgendwie gefühlt ein paar Zentimeter mit seinem kompletten Rad über den Boden schwebt daheim. Ne? Ja, also es ist einfach eine ganz andere Dimension nochmal, macht Spaß und ich kann es wirklich für jeden empfehlen, der viel auf der Rolle ist, der vielleicht auch ein paar Rennen bei Swift fährt oder halt das wirklich im Training nutzt. Wer jetzt Gelegenheitsfahrer ist, der muss mal gucken vom Preis her, aber für alle, die viele Spaß in der Rolle haben, auf jeden Fall empfehlenswert. Ja. Wollte gerade sagen, das klingt auf jeden Fall so, als ob ich dann wohl langsam auch die Ausrede Rolle fahren ist langweilig nicht mehr gelten lassen kann. Auf keinen Fall, nein. Im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du ja die Zeit genommen hast, gerne, uns über Rollentrainer als auch den Elite Riser zu quatschen. An der Stelle kann ich euch natürlich nochmal sagen, wenn ihr mehr rund ums Thema Fahrrad erfahren wollt, schaut gerne bei uns im Highbike-Blog vorbei. Den Link dazu haben wir euch hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Abgesehen davon könnt ihr da auch den vollständigen Testbericht zum Riser von Stefan finden und auch einen Vergleich zwischen aktuellen Trainermodellen von Elite und Wahoo. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal und Hauptsache Fahrrad. Ciao.